Über Hypnose hört man ja immer einen Haufen verschiedene Gerüchte. Und ich will jetzt aber wissen, was das wirklich ist. Wenn ich mich hier so umschaue, in diesem Raum, in diesem hellen, fröhlichen Raum, dann fühle ich mich eigentlich schon ganz wohl. Vielleicht hat das ja auch mit der sympathischen Caroline zu tun, die uns jetzt gerade erklären wird, was Hypnose eigentlich wirklich ist. Also Caroline, erzähl uns doch, was Hypnose genau ist. Hypnose ist eigentlich ein ganz normaler Zustand, den jeder kennt. Einige haben aber ein falsches Bild oder eine unbegründete Angst vor Hypnose. Ganz platt gesprochen ist eigentlich Hypnose ein Zustand vom Gehirn, den man als konzentrierte Tiefenentspannung bezeichnen kann. Und den Zustand kennen wir beispielsweise auf langen Autofahrten oder morgens beim Aufwachen oder kurz vorm Einschlafen ist man in diesem Zustand. Oder es kann beim Tanzen in der Disco passieren, wenn man so richtig da drin ist und alles um sich herum vergisst. Oder wenn man eben ein Buch liest und der Inhalt des Buches einen so fesselt und so in den Bann zieht. Dann ist man eigentlich mental gesehen wie auf einer anderen Aufmerksamkeitsebene. Und zwar ist man mehr bei der Aufmerksamkeit bei sich selbst. Und die Realität, alles das, was um einen herum ist, das tritt in den Hintergrund. Und bei der Hypnose, man kann es eben anders auch sagen, ist es so, dass das Bewusstsein, also dieser Bewusstseinszustand, in dem wir beide jetzt sind, der tritt in den Hintergrund und das Unterbewusstsein wird aktiv und tritt in den Vordergrund. Also eigentlich ist dann Hypnose nichts anderes als etwas Gewöhnliches, ein gewöhnlicher Zustand, den wir eigentlich täglich haben. Genau. Wird dann einfach künstlich erzeugt sozusagen. Genau. Das wird mit entsprechender Sprechweise des Hypnotiseurs wird man in diesem Zustand geführt. Ja, genau. Gut, denn was bewirkt Hypnose? Also warum sollte ich das anwenden? Gut, mit Hypnose kommt man dann eben in diese tiefen Bewusstseinsebenen und im Unterbewusstsein sind eben Emotionen, Einstellungen, Erfahrungen, Verhaltensweisen, Meinungen, die du über dich selbst, über die anderen oder die Welt hast, die sind dort gespeichert. Die hast du von der frühen Kindheit, eigentlich dein ganzes Leben über die Adoleszenz bis hin zum Erwachsensein erfahren und gelernt. Und diese Glaubenssätze, zum Beispiel, oh, ich bin eine recht Gescheite oder ich bin nicht so sportlich, ich bin nicht so schön, ich bin nicht so ausdauernd wie die anderen, die werden in der frühen Kindheit gebildet und begleiten dich dein ganzes Leben lang, auch im Erwachsenenleben, und zwar unbewusst, du bist dir deren nicht bewusst. Und wenn es jetzt eine positive Prägung ist, beispielsweise die, die ich vorhin genannt hatte, ja, ich bin eigentlich ganz gescheit, dann wirst du das Leben eigentlich positiv eher angehen und sozusagen mutig deine Chancen anpacken. Und wenn du eben Prägungen hast, die eher hinderlich für sich sind, dann kann sich das eher ungünstig auf dein Leben auswirken. Ich möchte es mal an einem Beispiel ein bisschen klarer machen. Wenn zum Beispiel ein Kind immer und immer wieder gehört hat, dass es nicht genügt, dass es nicht intelligent ist, dann wird diese Prägung letztendlich sich ganz fest im Unterbewusstsein festsetzen. Und diese Prägung kann dafür verantwortlich sein, dass der Mensch trotz großer Willensanstrengungen nie im Leben nicht das erreichen wird, was er gerne möchte, obwohl er eigentlich alle Voraussetzungen dafür hätte. Es kann sich zum Beispiel manifestieren in einer großen Prüfungsangst mit der Folge, dass einige Prüfungen nicht erfolgreich bewerkstelligt werden konnten. Das heißt also dann diese Prägung, ich genüge nicht oder ich bin nicht gut genug, die ist latent, schwebt die im ganzen Leben des Menschen mit und beeinflusst das Denken, das Fühlen und das Handeln und blockiert diese Person. Und mit der Hypnose kann man eben jetzt in diese tiefen Bewusstseinsschichten eindringen. Man kann diese Prägung, diese hinderliche transparent machen, das heißt, man kann sie einem bewusst machen und gemeinsam auflösen.
Also kann man mit Hypnose auf jeden Fall mentale Konstrukte sozusagen lösen. Mhm. Okay, und, aber körperlich kann man Hypnose auch anwenden. Also wenn man jetzt wie Rückenschmerzen hat oder so, kann man dann mit Hypnose auch etwas bewirken. Mit Rückenschmerzen gibt es ja auch viel Yoga, das man machen kann, oder Sport, was nicht so. Aber wenn die wirklich sehr schlimm sind, Hypnose wird auch in der Schmerztherapie eingesetzt. Mhm. Mehr dann da beispielsweise bei der Geburtshilfe oder bei Zahnoperationen. Für den Rücken weiß ich es jetzt nicht, ich mache es in meiner Praxis auch nicht. Aber bei der Schmerztherapie ist es so, dass eben gewisse Gehirnareale über die Hypnose aktiviert oder deaktiviert werden können. Das heißt also dann, das Gehirnareal, das für das Schmerzempfinden verantwortlich ist, wird blockiert. Und dann kann beispielsweise am Zahn eine Operation stattfinden, ohne dass eine Sedierung stattgefunden hat. Jetzt bei mir in meiner Praxis, meine Klienten, die kommen mehr wegen Ängsten beispielsweise. Das ist Flugangst oder Höhenangst oder Versagensängste. Oder wegen Phobien, immer noch die Spinne, die ein großes Problem bei manchen ist, oder Ängste für Hunde, sind auch so Selbstwertprobleme, Minderwertigkeitskomplexe, auch Leute, die sehr schüchtern sind und es gerne ablegen wollen. Es kommen auch welche wegen Stress und Überlastung oder Schlafproblemen. Oder eben solche, die so Verhaltensmuster haben, die sie gerne wegbekommen wollen, beispielsweise ständig zur Zigarette greifen zu müssen, wenn es ein bisschen stressig ist, oder nie Nein sagen zu können. Oder eben auch sehr oft dann, wenn es stressig wird, zu Nahrungsmitteln zu greifen. Mhm. Also einige kommen eben zum Beispiel auch mit Problemen mit dem Gewicht zu mir. Mhm. Ganz spannend finde ich noch, Caroline, du hast gesagt, du hast quasi wie eine neue Form, nicht nur die allgemein bekannte Hypnose, sondern Business-Hypnose. Und was verstehe ich jetzt da drunter? Ich habe ja neben der Tatsache, dass ich als Hypnosetherapeutin beruflich tätig bin, habe ich noch eine Firma, das ist eine Beratungstrainings- und Coaching-Firma für Führungskräfte. Mhm. Und in dem Zusammenhang habe ich Business-Hypnose entwickelt. Das ist da setze ich Hypnose im Rahmen meiner Coachings ein für Führungskräfte und Berufstätige, die eben so hinderliche Blockaden haben und Verhaltensmuster, die sie daran hindern, letztendlich eigentlich ihre Karriere genauso weiterzugehen oder zu gehen, wie sie wollen, oder die sie daran hindern, ihre beruflichen Ziele zu erreichen. Und so typische Blockaden sind zum Beispiel Durchsetzungsprobleme im Team oder auf der gleichen Ebene mit den Kollegen oder beim Vorgesetzten oder eben Ängste beim Auftritt oder bei Präsentationen. Viele sind auch so, haben sehr so einen starken, sehr inneren Kritiker, also trauen sich viele Sachen nicht zu und haben dann eben vielleicht auch Hemmungen für neue Projekte und Aufgaben, die sie bekommen. Und da setze ich die Hypnose ein, im Rahmen als Instrument im Coaching. Und ich muss sagen, dieses Instrument ist sehr wirksam und wir haben schon recht viel erreicht da bei den entsprechenden Führungspersonen. Toll, ja. Also das klingt für mich auch wirklich gut und spannend. Jetzt genau will ich jetzt wissen, wie so eine Hypnose abläuft. Also bei so einer Hypnosesitzung, die geht in der Regel 3 Stunden, die Erstsitzung, das ist recht lang. Es sind 4 Teile eingeteilt. Bei der ersten geht es wirklich um die Information, so ein bisschen wie wir das jetzt machen in dem Gespräch. Was ist Hypnose? Was passiert da mit mir? Es ist wirklich wichtig, dass der Klient all seine Fragen stellen kann. Und es ist auch wichtig, dass er mich kennenlernt, damit er sich eben vertrauensvoll nachher fallen lassen kann. Der zweite Teil ist ein Anamneseteil. Das heißt, meistens oder immer bevor die Sitzung eigentlich stattfindet, versende ich so einen Fragebogen, damit der Klient mir sagen kann, welches Verhaltensmuster möchte er ändern oder was möchte er ändern. Und in den Fragebogen kann er dann Hintergrundinformationen schreiben, die uns dann im Gespräch helfen und bei der Hypnose helfen, die wirklich sehr effizient und wirksam auch durchzuführen. Dann kommt es zur tatsächlichen Hypnose. Also man geht dann durch eine bestimmte Sprechweise, eine sehr ruhige Sprechweise, führe ich dann den Klienten langsam in die Entspannung. Und dann kann man eben in der Hypnose an den Blockaden arbeiten und die auflösen. Und dann der 3. Teil, ich nenne das Coaching,
Dann geht es dann darum, dass man wirklich die Erkenntnisse, die man hatte in der Hypnose, dass man die bespricht und dass man gemeinsam definiert, wie man die im Alltag jetzt umsetzen kann. Mhm. Aus Erfahrung, die 3 Stunden, du hast vorhin auch schon so, drei Stunden. Ich habe das jetzt geteilt auf 2, ich habe es jetzt auf 2 geteilt. Das wird oft von Berufstätigen eben auch in Anspruch genommen, weil es eben schwierig ist, für die so ein Zeitfenster von 3 Stunden zu finden. Da ist es dann so, dass es erst der Information- und Anamneseteil ist. Und da habe ich neu jetzt auch so eine Entspannungshypnose. Das heißt, man kommt, geht gemeinsam schon in die Hypnose und der Klient kann dann schon so erfahren, wie sich denn das anfühlt und wie das ist. Und dann beim zweiten Termin, das ist 1,5 Stunden ungefähr, und beim zweiten Termin geht man dann wirklich in die Hypnose und arbeitet an den Blockaden. Und das dauert dann nochmal 2 Stunden. Grundsätzlich ist es aber ja für jeden offen, nicht nur für Berufstätige. Also es gibt die 2 Möglichkeiten. Und wer bist denn du überhaupt zur Hypnose gekommen? Bisschen wie die Jungfrau zum Kind, muss ich sagen. Es war so, dass meine Freundin sich zum Selbsthypnose-Seminar angemeldet hat und wollte mich mitnehmen. Ich war offen, bin mitgegangen. War dann so, in dem Kurs musste man sich vorstellen, dann habe ich mir dann schon gemerkt, das ist dann schon bin ein bisschen nervös und habe dann auch gleich gesagt, das klappt bei mir ja sowieso nicht. Hat es dann aber doch, muss ich sagen. Wir sind dann 3-mal mit der Therapeutin in diesen hypnotischen Zustand gegangen und der war sehr angenehm und ich habe gemerkt, dass ich mich jedes Mal wieder besser entspannen kann. Und beim 3. Mal haben wir so einen virtuellen Hypnoseknopf gesetzt bekommen. Meiner ist da. Das heißt, wenn ich da drücke, bin ich dann wieder in diesem Zustand der Trance. Aha. Und das fand ich dann schon ein bisschen wow. Ja. Das fand ich aber auch spannend. Mhm. Und dann bin ich wieder nach Hause und nach 3 Tagen habe ich im Job noch was erledigen müssen. Ich saß abends spät am PC und war recht müde. Und musste aber noch unbedingt geschäftlich was fertig machen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, dann drücke ich doch jetzt mal den Knopf, habe den Knopf gedrückt und habe mir dann gesagt, ich bin ganz klar und fokussiert und habe das ungefähr 30 Sekunden, während 30 Sekunden immer wieder wiederholt. Und danach war ich sowas von klar und fokussiert und habe dann das, was ich normalerweise in Stunden machen muss, in einer halben Stunde hingekriegt und das hat mich total überzeugt. Mhm. Also ich habe dann geguckt, ich habe dann eigentlich kurz danach mich zur Hypnosetherapeutin angemeldet und habe die Ausbildung gemacht. Und mache das jetzt seit gut 1 Jahr und bin immer noch genauso begeistert von der sehr effektiven und effizienten Methode. Mhm. Ja, also es klingt schon sehr spannend, muss man jetzt wirklich sagen. Aber ich sage immer, ich muss dieser Sache genau auf den Grund gehen. Und darum habe ich jetzt eine Bitte an dich, würdest du mal mit mir so eine Hypnose-Therapie durchführen? Ja, sehr gern sogar. Wirklich? Ja, gern. Also, lass uns gehen. Ja, cool. Also Laura, wie war jetzt die Hypnose für dich? Ja, sehr entspannend. Also es war wirklich eindrücklich, wenn ich so gemerkt habe, dass mein Körper langsam leichter geworden ist und sich entspannt hat. Und ja, auch meine Gedanken aufgehört haben, immer an etwas nachzudenken und rattern, was muss ich noch, was habe ich schon und so weiter. Es ist wirklich gut gewesen, ja. Hast du sehr gut gemacht. Würdest du es nochmal machen? Auf jeden Fall, ja. Schön, freut mich sehr. Ja, danke dir viel mal, gell, dass du uns da den Einblick gegeben hast und dass ich jetzt genau weiss, was hinter Hypnose steckt.